Souverän investieren vor und im Ruhestand von Gerd Kommer. Mit ETFs ihren Lebensstandard und ihre Vermögensziele sichern. Ein finanziell sorgenfreier Ruhestand. Wenn sich der Ruhestand langsam nähert, tauchen zahlreiche neue Fragen auf. Wie hoch wird Ihre Rente sein? Haben Sie darüber nachgedacht, in eine kleinere Wohnung zu ziehen oder Ihr Haus an Ihre Kinder zu übertragen? Ist es an der Zeit, einen Teil Ihres Vermögens zu investieren? Aber wie genau funktioniert das und wer kann Ihnen dabei helfen? Der erfahrene Vermögensberater Gerd Kommer hat wertvolle Ratschläge parat. Unsere Zusammenfassung seines Buchs »Souverän investieren vor und im Ruhestand« bietet Ihnen einen Einsteigerkurs in die Welt der Investitionen in der zweiten Lebenshälfte. Hier finden Sie Antworten auf die grundlegenden Fragen, die sich stellen. Vor allem stellen wir Ihnen den Weltportfolio-Ansatz von Kommer vor, eine Investmentstrategie, die minimalem Aufwand, hohe Sicherheit und attraktive Renditen miteinander vereint. Übrigens folgt der Autor in seinem eigenen Vermögensmanagement den Prinzipien, die er in diesem Buch vorstellt. In dieser Zusammenfassung erfahren Sie, welche Bedeutung die Streuung von Anlagen hat und wie sie sich mit dem Bild von Eiern und Körben verknüpft, wie viel Geld Sie höchstens auf Ihrem Bankkonto halten sollten, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in die Welt des Investierens einzutauchen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Anpassungen oder Verbesserungen wünschen. Kernaussage 1. Viele Bankberater und Medien empfehlen Ihnen Produkte, an denen Sie mehr verdienen als Sie. Wenn Sie sich dem Ruhestand nähern, haben Sie wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten ein Konto bei derselben Bank. Vielleicht kennen Sie Ihren Berater bei der Postbank, Sparkasse oder Commerzbank bereits seit langem und bisher schien er immer freundlich und kompetent. Es ist verständlich, dass Sie sich zuerst an ihn wenden, wenn Sie sich über Investitionen im Ruhestand informieren möchten. Aber das ist nicht immer die beste Idee. Der Grund dafür liegt in der Art und Weise, wie Bankberater entlohnt werden. Sie erhalten Provisionen für Finanzprodukte, an denen Ihre Bank möglichst viel verdient, und nicht Ihr Kunde, also Sie. Daher neigen Sie leider oft dazu, Ihnen zu komplexe und riskante Produkte anzubieten. Dies geschieht umso leichter, je weniger Sie selbst über das Thema Bescheid wissen. Das Problem vieler von Bankberatern empfohlener Anlageprodukte lässt sich einfach zusammenfassen. Viel Aufwand für wenig Nutzen. Sie werden mit seitenlangen Verträgen voller unverständlicher Klauseln, unerwartet hoher Gebühren und unnötiger Risiken konfrontiert, obwohl die zugrunde liegende Anlage im Grunde genommen recht simpel ist. Grundsätzlich gilt, je komplexer das Produkt, desto weniger bleibt am Ende für den Anleger übrig. Zu diesen aufwendig verpackten, aber inhaltlich mageren Finanzprodukten gehören zum Beispiel kapitalbildende Lebensversicherungen, Hedgefonds, Bausparverträge oder die Riester-Rente. Egal wie sehr Ihr Bankberater Sie von solchen Produkten überzeugen möchte, es ist ratsam, Abstand von Ihnen zu halten, wenn Sie Ihr Geld nicht verschwenden möchten. Sie finden den gleichen Kerninhalt mit weniger Aufwand bei anderen Anbietern. Vertrauen Sie auch nicht blind den Medien, denn viele von Ihnen sind ebenfalls in einem Interessenkonflikt. Je dramatischer Sie Investitionen darstellen, desto mehr Klicks und damit Werbeeinnahmen erhalten Sie. Mal sprechen Sie von fantastischen Anlagemöglichkeiten, mal berichten Sie über spektakuläre Pleiten. Kaufen und verkaufen, schallt es aus den Finanznachrichten und es erinnert an den Wolf of Wall Street. In Wahrheit ist sinnvolles Investieren viel weniger aufregend, als es die Medien darstellen. Anstatt ständig dem neuesten Investmenttrend hinterherzujagen, sollten Sie ein ausgewogenes und langfristiges Portfolio aufbauen. Dann können Sie sich entspannen und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Wir werden Ihnen nun zeigen, wie das geht. Kernaussage 2. Investiere passiv und diversifiziert. Das Investieren kann für Anfänger oft einschüchternd wirken, aber keine Sorge, es gibt im Grunde nur wenige einfache Grundregeln. Die beiden wichtigsten lauten: Investiere passiv und diversifiziert. Vielleicht kennst du die Bilder von hektischen Szenen an der Börse, von Aktienhändlern, die Telefone ans Ohr pressen, hektisch gestikulieren und auf Tastaturen tippen, als gäbe es kein Morgen.
Das ist aktives Investieren und du musst dir keine Gedanken darüber machen, es zu tun. Etwa 98% aller weltweiten Investitionen sind aktiv. Das bedeutet, diese Anleger versuchen, die höchstmögliche Rendite zu erzielen. Passive Anleger hingegen streben danach, die Marktrendite zu erhalten, also ihre Anlage genauso stark im Wert wachsen zu lassen, wie der gesamte Markt wächst. Das mag auf den ersten Blick langweilig erscheinen, ist jedoch eine kluge Strategie, die weniger Aufwand, mehr Sicherheit und oft auch höhere Renditen bedeutet. Außerdem sparst du Steuern und Gebühren für die zahlreichen Transaktionen beim aktiven Investieren. Die Frage ist nun, in was genau du investieren sollst. Jeder gibt unterschiedliche Ratschläge, aber erinnere dich an das, was du in unserem vorherigen Abschnitt über die Interessenkonflikte von Bankberatern und Finanzmedien gelernt hast. Die einfache Antwort lautet daher: Investiere in Produkte mit möglichst geringem Risiko. Der beste Weg, dein Anlagerisiko zu minimieren, ist die Diversifikation. Wie der Volksmund sagt, lege nicht alle Eier in denselben Korb. Wenn du dein gesamtes Vermögen in eine einzige Aktie investierst und dieses Unternehmen dann in Schwierigkeiten gerät, riskierst du einen erheblichen Verlust. Wenn du dein Vermögen hingegen gleichmäßig auf mehrere Unternehmen aufteilst, reduzierst du das Risiko erheblich. Der Trick besteht darin, in möglichst viele verschiedene Aktien zu investieren, von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen, darunter sowohl kleine, innovative Firmen als auch große Konzerne. Diese Diversifikation minimiert dein Risiko. Keine Sorge, du musst diese Aktien nicht alle einzeln kaufen. Bevor du jedoch in die Details gehst, ist es ratsam, deine persönliche finanzielle Situation zu analysieren. Woher kommt dein Einkommen im Ruhestand? Kernaussage 3. ETFs sind die beste Anlageform, um dein Einkommen im Ruhestand zu ergänzen. Bevor wir deine finanzielle Situation im Detail betrachten, werfen wir einen Blick auf die möglichen Quellen deines Einkommens im Ruhestand. Woher sollte idealerweise dein Geld kommen, wenn du kein festes Gehalt mehr hast? Eine der wichtigsten Säulen der Altersvorsorge in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die gesetzliche Rentenversicherung. Falls du noch nicht in Rente bist, kannst du schätzen, wie viel du voraussichtlich erhalten wirst. Es gibt zahlreiche Online-Rechner für diese Berechnungen. Allerdings ist die gesetzliche Rente oft nicht ausreichend, daher sollte jeder Berufstätige in Erwägung ziehen, ob eine betriebliche Altersvorsorge eine sinnvolle Ergänzung darstellen könnte. Diese wird steuerlich gefördert und ist oft eine lohnenswerte Option. Zudem verfügen viele Ruheständler über Vermögenswerte, die zu ihrem Lebensunterhalt beitragen können. Dies kann in verschiedenen Formen auftreten, wie Sparbücher, Bankkonten oder Immobilien. Allerdings generiert keines dieser Vermögenswerte von selbst eine Rendite. Wenn du möchtest, dass dein Geld für dich arbeitet, ist eine Anlage unumgänglich. Dabei sollten jedoch nicht unbedingt Aktien im Vordergrund stehen, da sie ein gewisses Maß an Wissen, Geschick und Zeit erfordern und mit einem hohen Risiko verbunden sind. Das Gleiche gilt für nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen. Selbst Gold ist keine ideale Anlage, da der Preis dieses Edelmetalls stark schwankt und die Rendite oft nicht überzeugend ist. Die beste Wahl zur Anlage deines Geldes sind Exchange-Traded Funds, kurz ETFs. Diese börsengehandelten Fonds bilden einen Index nach, wie zum Beispiel den DAX. Hierbei gibt es keinen aktiven Fondsmanager. Stattdessen erwirbst du einfach einen winzigen Anteil an allen Unternehmen, die in diesem Index vertreten sind. Das bedeutet, dass deine Rendite der gesamten Marktentwicklung entspricht. ETFs sind äußerst benutzerfreundlich und eignen sich für Haushalte jeder Größe, unabhängig von ihrem Vermögen. Da sie zu den passiven Anlagen gehören, fallen keine hohen Fondsmanagergebühren an, die durch ständiges Kaufen und Verkaufen einzelner Aktien entstehen. Bei ETFs bekommst du viel Substanz für wenig Kosten. Dies ist übrigens auch der Grund, warum ETFs nicht so weit verbreitet sind. Banken und Berater verdienen daran weniger und die Rendite fließt direkt an die Anleger. Kernaussage 4. Eine Bestandsaufnahme deiner Finanzen verrät dir, wie viel du investieren solltest.
Bevor du dich in den ETF-Markt stürzt, ist es wichtig, sorgfältig zu überlegen, wie viel du über welchen Zeitraum hinweg investieren möchtest. Die lohnendste Strategie ist oft eine Buy-and-Hold-Strategie, bei der du langfristig investierst. Daher ist es entscheidend, dass du deine finanzielle Situation genau verstehst. Beginne damit, eine umfassende Bilanz deiner Vermögenswerte und Schulden zu erstellen. Berücksichtige dabei auch Mieteinnahmen, Rentenansprüche oder Unternehmensbeteiligungen, sofern vorhanden. Es gibt Online-Tools, die dir bei der Erstellung einer solchen Bilanz helfen können. Wenn du versiert im Umgang mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel bist, kannst du diese ebenfalls verwenden. Anschließend erstelle eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, am besten unter Zuhilfenahme deiner Kontoauszüge. Basierend auf diesen Informationen kannst du grundlegende Fragen stellen. Wie viel Kapital müsstest du aus deinem Vermögen entnehmen, um deinen Lebensstandard zu halten? Oder bist du bereit, dich einzuschränken, um möglicherweise ein größeres Erbe für deine Kinder zu hinterlassen? Betrachte deine finanzielle Zukunft durch die mathematische Brille. Schätze deine Lebenserwartung und überlege, wie lange dein Geld bei deinem aktuellen Ausgabenmuster reichen würde. Dies kann zu verschiedenen Überlegungen führen, wie beispielsweise den Verkauf deines Hauses und den Umzug in eine kleinere Immobilie. Eine solche umfassende finanzielle Bestandsaufnahme geht oft über das hinaus, was die meisten Haushalte im Ruhestand tun. Sie verschafft dir jedoch einen klaren Überblick darüber, ob und wie viel du investieren solltest. Wenn du noch präzisere Einblicke möchtest, erkunde die Möglichkeiten der Monte-Carlo-Simulation. Bei dieser Methode erstellt ein Algorithmus basierend auf deinen finanziellen Daten verschiedene Szenarien, oft sind es Tausende. Diese Methode ermöglicht es dir, unsichere Faktoren in deine Berechnungen einzubeziehen, wie beispielsweise die mögliche Entwicklung der Rendite deines Portfolios. Du kannst auch Szenarien mit unterschiedlichen Lebenserwartungen modellieren. Es gibt Websites, die dich bei dieser Methode unterstützen, oder du kannst dich an einen professionellen Finanzplaner wenden. Kernaussage 5. Mit dem Weltportfolio-Ansatz investierst du mit wenig Aufwand und geringem Risiko. Nun weißt du bereits, wie viel Geld du investieren möchtest und über welchen Zeitraum. Doch die zentrale Frage lautet: In was genau solltest du investieren? Bei dieser Entscheidung kann dir der Weltportfolio-Ansatz wertvolle Hilfe bieten. Der Name dieses Ansatzes deutet bereits auf seine Hauptprinzipien hin: maximale Diversifikation und minimales Risiko. Im Wesentlichen besteht ein Portfolio nach diesem Ansatz aus zwei Komponenten. Erstens ETFs, die eine breite Streuung aufweisen, aber dennoch ein gewisses Risiko bergen, und zweitens aus risikofreien Anlagen. Beginnen wir mit dem risikofreien Teil. Es gibt verschiedene Anlageformen, die zwar keine hohen Renditen versprechen, aber auch keine Verluste. Eine Möglichkeit ist, einen Teil deines Vermögens einfach auf einem Tagesgeldkonto zu halten, das bis zu 100.000 Euro staatlich vor Verlusten schützt, selbst im Falle einer Bankpleite. Eine andere Option sind Staatsanleihen mit hoher Bonität. In dieser Metapher betrachtet, stellt dieser Teil deines Portfolios die Sicherheitsausrüstung dar, wie Rettungsboote, Anker und Schwimmwesten auf einem Schiff. Sie bringen das Schiff nicht voran, aber im Falle eines Sturms bist du froh, sie zu haben. Für den risikobehafteten Teil deines Portfolios wählst du zwischen 2 und 10 ETFs aus, die den weltweiten Aktienmarkt so umfassend wie möglich abdecken. Du könntest beispielsweise in den MSCI All Country World Investable Market Index investieren, der etwa 98% des Weltmarktes abdeckt, oder in den FTSE All World Index mit einer Abdeckung von immerhin 93%. Durch diese breite Diversifikation versuchst du nicht, den Markt zu schlagen, wie es aktive Anleger tun, sondern genauso gut wie der Markt zu sein. Die Idee ist, diese ETFs über viele Jahrzehnte zu halten und von einer langfristigen Rendite zu profitieren. Übrigens, wenn du dich fragst, wann der beste Zeitpunkt ist, mit deinen Investitionen zu beginnen, es ist jetzt. Der Aktienmarkt unterliegt zwar ständigen Schwankungen, aber wenn du langfristig und diversifiziert investierst, spielen diese kurzfristigen Schwankungen kaum eine Rolle. Kernaussage 6.
Finde die richtigen ETFs für deine Bedürfnisse und passe dein Portfolio regelmäßig an. Wenn du in ETFs investieren möchtest, ist es ratsam, eine Direktbank in Betracht zu ziehen, da deine traditionelle Hausbank dich wahrscheinlich nicht optimal unterstützen wird. Es gibt viele Direktbanken und ihre Angebote ändern sich regelmäßig. Es ist daher sinnvoll, bei Stiftung Warentest oder auf finanztipp.de nachzusehen, welche Banken derzeit gute Angebote für Neukunden haben. Bei der Auswahl der ETFs, in die du investieren möchtest, gibt es einige Kriterien zu beachten. Glücklicherweise gibt es mehrere Websites, die dir dabei helfen können, die richtigen ETFs für deine Bedürfnisse zu finden. Du kannst beispielsweise Extra-ETF oder Just-ETF nutzen. Zunächst musst du entscheiden, welchen Index deine ETFs abbilden sollen. Die Wahl des Anbieters ist in der Regel weniger entscheidend, da sie alle strengen Regulierungen unterliegen und daher kaum Unterschiede aufweisen. Auch die Börse, an der deine ETFs gehandelt werden, spielt für private Anleger in der Regel keine große Rolle. Anschließend solltest du überlegen, welche Ordertypen du benötigst. Das heißt, welche Optionen du haben möchtest, wenn du Anteile kaufst oder verkaufst. Es gibt viele verschiedene Ordertypen, aber da du nach dem Weltportfolio-Ansatz eher selten handeln wirst, solltest du keine zusätzlichen Gebühren für ausgefallene Optionen zahlen. Als nächstes solltest du dich mit einem Sparplan oder einem Auszahlungsplan beschäftigen. Möchtest du regelmäßig automatisch in einen bestimmten ETF investieren? Die meisten Direktbanken bieten dafür kostengünstige Optionen an. Überlege auch, was mit deinen Renditen geschehen soll. Möchtest du sie auf dein privates Konto überweisen lassen oder zunächst für eine gewisse Zeit reinvestieren? Auch diese Prozesse können bei vielen Banken automatisiert werden. Sobald du alles eingerichtet hast, kannst du dich zurücklehnen. Allerdings nicht auf Dauer. Da risikoreiche Anlagen oft höhere Renditen versprechen, neigt dein Portfolio dazu, im Laufe der Zeit riskanter zu werden. Daher ist es wichtig, regelmäßig, beispielsweise einmal im Jahr, ein Rebalancing durchzuführen, bei dem du überprüfst, ob deine Anlagen immer noch gut ausgewogen sind. Dazu erstellst du eine Übersicht über den Anteil deiner Investitionen in risikoreiche und risikofreie Anlagen und überprüfst, ob das Verhältnis noch in deinem festgelegten Rahmen liegt. Wenn nicht, kannst du einen Teil deiner Investitionen in den risikofreien Teil umschichten. Kernaussage 7. Vermögensverwaltung ist komplex. Hole dir im Zweifelsfall Unterstützung. Bisher haben wir die Grundlagen der Vermögensanlage behandelt, aber die Teufel stecken oft im Detail. Wenn du eine fundierte Vermögensanlage planen möchtest, gibt es viele weitere Fragen zu beachten, die auch von persönlichen Präferenzen abhängen. Wenn beispielsweise sozial verantwortliche oder umweltfreundliche Anlagen für dich wichtig sind, gibt es ETFs, die Indizes mit entsprechenden Auswahlkriterien abbilden. Diese ETFs schließen beispielsweise Unternehmen aus, die einen hohen CO2-Ausstoß haben. Deine Einschätzungen zur Zukunft können ebenfalls einen Einfluss auf deine Anlageentscheidungen haben. Wenn du Bedenken hinsichtlich des Euros oder der wirtschaftlichen Lage in deinem Heimatland hast, könntest du nach ETFs suchen, die nicht in der Eurozone investieren. In solchen Fällen könnte auch die Investition in ausländische Immobilien eine Option sein. Deine Lebensplanung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Gestaltung deiner Anlagestrategie. Planst du beispielsweise zu heiraten? Denkst du darüber nach, in ein Land mit besseren Lebenshaltungskosten oder einem wärmeren Klima auszuwandern? Möchtest du vielleicht einen Teil deines Vermögens bereits zu Lebzeiten an deine Kinder übertragen? Du kannst all diese Überlegungen in deine finanzielle Planung einbeziehen und sogar mit Hilfe der Monte-Carlo-Methode berechnen, wie sie sich auf wichtige Finanzparameter auswirken könnten. Wenn dir das zu kompliziert erscheint oder du einfach keine Lust darauf hast, kannst du immer einen unabhängigen Finanzberater oder Vermögensverwalter konsultieren. Wie stark du dich von ihm unterstützen lässt, liegt ganz bei dir. Du kannst ihm die gesamte Arbeit überlassen oder dich nur in bestimmten Detailfragen beraten lassen. Wichtig ist, sicherzustellen, dass dein Berater keine Interessenkonflikte hat und in deinem besten Interesse handelt.
Wenn du eine gute Beziehung zu deinem persönlichen Berater aufbaust, wird er vielleicht bald so vertraut für dich sein wie dein langjähriger Bankberater. Zusammenfassung zum Buch Souverän investieren vor und im Ruhestand von Gerd Kommer. Die gesamte Kernaussage dieses Buches lautet: Wenn du deinen Ruhestand planst, ist es wichtig, deine finanzielle Situation gründlich zu analysieren und zu verstehen, wie viel Geld du benötigst. Der Weltportfolio-Ansatz ist eine effektive Anlagestrategie, die eine gute Rendite bei geringem Risiko bietet. Es ist ratsam, einen unabhängigen Honorarberater zu konsultieren, wenn du dich nicht selbst intensiv mit der Vermögensverwaltung befassen möchtest und dich nicht ausschließlich auf die Empfehlungen deines Bankberaters zu verlassen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!